Also gerade der Medizinbereich, das Abwandern der Kliniken, das war schon schwierig und ich finde das auch nach wie vor. Ich war durchaus ein Befürworter dieser Trennung der Medizin dann, weil die Kliniker inzwischen sich doch zu solchen Mammutbetrieben entwickelt hatten. Und ich war eigentlich ein Anhänger einer medizinischen Hochschule in Berlin. Also das, was es im Prinzip ja jetzt gibt durch die Charité, wo alles unter einem Dach ist. Man hat also immer gesagt, das muss in der Universität bleiben und dafür spricht auch sehr viel. Aber es ist doch eine andere Welt, die Medizin.